Hey, yo, Leute, hier in diesem Video geht's mal nur um Slopes. Verschiedene Slopes. Und jetzt achtet mal genau, das ist der längste Slope, den ich gefunden habe. Slopes sind Fliesen, die eine Negativnoppen nennen es sehr viele. Ich nenne es eigentlich, ich würde es eher Noppenaufnahme nennen. Da Slopes sind Fliesen, die hinten irgendwie so abgestuft sind. Das ist der längste Slope, den ich finden konnte. War noch von Domstolz Charger. Von den hier. Das ist so ein riesiger Slope. Da sind viele Slopes. Und was für welche noch dran sind. Danach kommen einmal vier Slopes vom Unimog, vom Großen, vom Schrotting. Ich habe die Impfung vielleicht nicht ganz vertragen, wer weiß. Ist es das? Ja, das ist es. Von den Schrotthaufen, da die Blende da. Das ist der einmal vier Slope in Schwarz und der einmal drei Slope ist von Dumpstart Charger. Halt eben vorne. Also da und dann noch einer von Stunt Truck, das ist aber kein Slope, das ist einfach nur ein abgeschrägter Grill. Und das sind so durchsichtig schwarze 1x1-Slopes, da steht Lego drauf, da stehen nur Zahlen drauf und da steht überhaupt nichts drauf, das ist nichts drauf. Das ist komplett durchsichtig. Kann man es so ein bisschen sehen, vielleicht, jetzt? Kann man es jetzt sehen? Kann man es jetzt sehen? Jetzt? Es muss passen, sehr wichtig. Das muss man sehen können. Und das ist ein schwarzer 1x1-Slope und das ist eine Käseecke. Also ein doppelter 1x1-Slope, zweimal nebeneinander als ganzes Teil. Und das ist zum Festhalten nur, weil da ist nichts dran. Ich wollte es eigentlich da festhalten, war so geplant. Seht ihr jetzt den Unterschied zwischen den drei 1x1-Slopes? Wenn ich eine andere, hellere Farbe drunter klemme, irgend so ein Weiß oder so, dann kann man es doch kurz sehen, oder? So ein gedrucktes Ding. Ist doch gedruckt. Nein, ist nicht gedruckt. Egal. Ob gedruckt oder nicht. Hauptsache, das kann man durchsehen. Sind sie falsch? Nein, sind die richtigen. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Den Unterschied. Nein, es ist schon wieder unscharf, das Zeug da. Ich dachte, jetzt funktioniert es. Funktioniert aber immer noch nicht. Was ist denn los hier? Es muss doch mal. Ist hellgrau besser als weiß? Ist es so, ja? Ich dachte, hätte ich mal so eine hellgraue 1x1-Platte drunter. Wo war denn das? Soll ich es mal mit hellgrau versuchen? Vielleicht geht es besser dann. Ich versuche mal mit einer hellgrauen Platte, ob man es dann besser sehen kann. Komm, geh, aua, hör auf. Ey, brech mir nicht die Nägel ab. Wehe. Das Zeug will mich schon umbringen, ey. Schlimm einfach nur. Das geht doch nicht, oder? So, kann man es jetzt besser sehen? Wenn es nicht weiß und dunkelgrau ist, kann man es jetzt besser sehen. Bitte. Nicht so wirklich, oder? Was soll ich denn sonst machen? Ich habe das Ganze noch mein Rot. Ach so, genau, da wollte ich noch zeigen, fast vergessen. Wenn man eine Fliese drauf tut, dann ist es wieder alles glatt, so ein einmal zwei Fliese. Dann passt es wieder. Ohne Fliese.
Wärst du. Ah, ich habe es davor nicht gezeigt ohne Fliese. Tut mir leid. Jetzt besser ohne Fliese. Mit Fliese. Wo ist eine? Da. Mit Fliese. Sieht sie wieder aus wie ein Slope. Das ist ein Kotflügel von so einem. Von so einem Racer-Dingsbums. Von so einem Truck, der irgendwie Kanonen abschießen kann. Und so senkrecht übereinander stehende Kugellichter hat. Und das ist so ein 1x4-Slope, ein 1x3-Slope, ein 1x2-Slope, ein doppelter 1x2-Slope, eine Käseecke, also auch ein doppelter 1x1-Slope. Und, also, ja, so irgendwie. Und es ist auch so ein roter, abgestreckter Grill. Und es ist so ein. Es sind so durchsichtige, durchsichtig rote 1x1-Slopes. Wären die in hellgrau besser zu sehen, vielleicht? Oder? So. Bei beiden steht Lego drauf. Bei einem einen zentraler, bei einem anderen weniger zentral. Gleich. Da wurde das Lego etwas kleiner und nach eher weiter oben steht, das sind die neueren Slopes. Wo Lego breiter, aber auch mittiger steht, das sind die etwas älteren Slopes. Die gab es auch mal, wo überhaupt nichts drauf stand. Kann man jetzt nicht sehen, weil die Kamera Schrott ist. Tut mir leid. Auf alle Fälle. Naja. Immerhin gibt es wieder durchsichtig schwarze Teile. Das ist doch schon mal was. Ja, Wildscheiben in allen Formen und Größen. Passt. Durchsichtig schwarze Steine. Es geht noch immer, oder? Ich hätte dann mal sowas. Da gleich. Ach, da ist er. Ich habe ihn noch irgendwie gesehen, aber irgendwie auch nicht. Durchsichtige Steine. Durchsichtig schwarze Steine. Genial, oder? Geil, oder? Video Ende. Ciao.